So Leute, herzlich willkommen zurück zu Fußball Manager 18 in der Köln-Karriere. Wir sind in der letzten Folge stehen geblieben nach dem Spiel, dass wir gegen die Bayern gewonnen haben. Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Heute geht's ran gegen den FC Chelsea. Und wir haben ja in dem Hinspiel schon uns ein sehr komfortables Ergebnis rausgespielt. Heute wieder mit einer kleinen Rotation drin. Also was heißt eine kleine Rotation? Wir rotieren heute auf jeden Fall. Denn wir müssen rotieren. Wir haben ein sehr, sehr straffes und anstrengendes Programm vor uns. Und ich dachte mir, beim 3:1 kann man auf jeden Fall mal rotieren. Ich meine, bei den meisten Leuten, wo wir jetzt rotieren, ist es ja nicht so tragisch. Ich meine, ob jetzt Fabian oder Sascha spielt, Fabian ist gerade sogar einen Punkt stärker als Sascha, weil er in einer besseren Form ist, tut sich ja jetzt nicht so wirklich viel. Aidi macht auch immer gute Spiele. Wanyama zusammen heute in der Innenverteidigung mit Tim unterwegs. Ja, da wird Julian heute ein bisschen geschont. Sonst, Impact kriegt heute nochmal die Pause. Der hat momentan echt ein bisschen damit zu kämpfen, dass wir halt diese Dreifachbelastung haben und er halt eine Vierfachbelastung eigentlich dann noch durch die Nationalmannschaft ab und zu. Deswegen, ich habe das halt nicht so gerne, wenn die hier unter 90 frische gehen. Ja? Deswegen bekommt er gerade mal die Pause. Ich meine, er spielt ja schon oft genug und Tobias braucht auf jeden Fall mehr Einsatz. Deswegen spielt Tobias heute für Impact. Er hat ja auch gezeigt im Hinspiel, dass er es auf jeden Fall drauf hat. Leute, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange drum herum. Es ist nicht mehr so heiß in meiner Bude. Ja, wir haben hier Montag und nachts wird endlich mal wieder kühl, ja, dass die ganze Sache hier mal abkühlen kann. Ja. Mega, mega angenehm. Ich brauche heute nicht mal einen Ventilator, obwohl es draußen, glaube ich, 30 Grad sind oder so. Aber dadurch, dass es sich nachts einfach abkühlt, kann es in meiner Wohnung endlich mal ein bisschen kühler bleiben. Sehr, sehr schön. Wir gehen rein, Freunde, in das Spiel gegen den FC Chelsea. Bis gleich. So, Leute, herzlich willkommen zum Rückspiel des Viertelfinals der Champions League. Wir spielen, wie eben schon gesagt, gegen den FC Chelsea. Wir müssen heute natürlich 3:1-Führung ist natürlich sehr komfortabel, aber wenn Chelsea hier Gas gibt, können die das natürlich noch drehen, gar keine Frage. Ich meine, sie brauchen jetzt 3 Tore. Ja, wenn sie 2 Tore schießen, haben wir, wenn wir halt nur 2-0 gewinnen, verlieren sollten, dann sind wir trotzdem weiter, weil wir mehr Auswärtstore geschossen haben, ja, wenn es dann 3-3 steht. Also sie brauchen jetzt auf jeden Fall ein 3:0. Ja, und beim 3:1 wird es Verlängerung geben. Und Chelsea macht hier das Ding am Anfang schon mal sehr stark. Ousmane Dembélé, der mittlerweile bei Chelsea spielt. Und Batshuayi scheitert aus 5 Metern, nachdem Olaf pariert hatte. Und wir sagen hier direkt mal, das geht so nicht, Leute. Wir lassen hier Chelsea viel zu einfach durch. Und da macht Batshuayi das 1:0. Zweimal fast die gleiche Situation. Olaf kann den Ball nicht festhalten. Zweimal hintereinander. Beim zweiten Mal lässt sich Batshuayi das Ganze natürlich nicht entgehen. Ja, und macht das Ding dann einfach mal rein. Das hat sich abgezeichnet, Leute. Das muss sich ändern. Ja, wir sind hier heute überhaupt nicht in das Spiel reingekommen. Chelsea hat uns eiskalt erwischt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Courtois pariert den Schuss von Cristiano Junior. Abpraller verpasst Fabian ganz knapp. Und wir sind hier heute echt nicht gut unterwegs. Ja, das kann man und das muss man, glaube ich, so sagen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen besser in das Spiel reinkommen. Cristiano holt sich hier im Laufduell den Eckball oder holt den Eckball für unsere Mannschaft. Ja, Baba schildert dem Schiri. Kriegt für Meckern die gelbe Karte nach dem Foul von Lars. Und wenn wir uns das mal so angucken, Noah mit der 5, Tobias mit der 5, komplette Mittelfeld eigentlich hier mit der 4. Jetzt mal gute Aktion von Cristiano, der kommt vors Tor, der Ball wird abgefälscht, aber Courtois hat aufgepasst, ist da. Klares Handspiel hier von Marquinhos und es gibt 11 Meter für uns. Das heißt, wir können jetzt hier das 1:1 machen. Klares Handspiel. Mal sehen, ob wir das verwandeln können. Ich weiß nicht, wer schießen wird. João Mario legt den Ball zurecht, läuft an. Tor. 1:1. Und damit sind wir dann schon wieder zurück. Sehr schön. Bringt uns eine Standardsituation. Bringt uns hier hoffentlich dann wieder in das Spiel rein. Und wir sehen, die Noten, die verbessern sich auch schon drastisch. Also wir sind hier auf jeden Fall, nachdem wir hier am Anfang eiskalt erwischt wurden, besser
drinne. Stürmer kreuzen die Laufwege. Caballos bietet den Ball oder bringt den Ball zu Batshuayi. Ja, und der macht den direkt rein. Und da sind wir auch schon wieder dann direkt nicht mehr so gut dran. Was ist das hier für ein Spiel, Freunde? Wir kriegen ja mal gar keinen Zugriff. Also wir kriegen hier den Elfmeter. Und ja, Pass von João Mario. Der wird von Oscar abgefälscht. Ball springt zu Heidi. Der dreht sich um die eigene Achse und trifft zum 2:2. Da soll ich jetzt hier die ganze Zeit hin und her schalten oder was? Zwischen gut gemacht und scheiße. Leute, chillt doch jetzt mal. 2:2, auf jeden Fall sehr, sehr geiles Ergebnis. Aber wir nähern uns gerade schon so der 3-Tore-Marke, wo dann unsere Auswärtsboni hinfällig werden. Ja? Aber ein 2:2 ist erstmal nicht schlecht. Und steht jetzt insgesamt, steht es jetzt 5:3. Das heißt, sie müssten jetzt nochmal 2 Tore schießen, um hier weiterzukommen. Deswegen ist das gar nicht mal so schlimm. Aber es ist natürlich trotzdem heute ein bisschen Chaos. Das kann man, glaube ich, sagen. Ja, Chaos bleibt es, nichtsdestotrotz. Wir gucken mal, also wir machen ja kein schlechtes Spiel. Ne? Vor allem das Mittelfeld mit Heidi und João Mario, Fabian. Auch offensiv hat sich auf jeden Fall gesteigert. Generell hat sich gesteigert. Zweite Halbzeit muss besser werden. Ganz klare Kiste. Muss auf jeden Fall besser werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Ja, Chelsea macht es uns auf jeden Fall schwer. Aber wir sehen halt, was für eine krasse Qualität da in England lauert. Vor allen Dingen haben die einfach Ousmane Dembélé. Er ist einfach dann zu Chelsea gewechselt. Wahnsinn. Die haben auch Draxler übrigens. Ich habe mir die Mannschaft noch gar nicht so richtig angeguckt. Und Batshuayi natürlich einer der besten Torschützen generell, die es gerade so auf dem Planeten gibt bei uns. Cristiano zieht von der Strafraumgrenze. Zieht von der linken Seite in den Strafraum, hält drauf. Schuss wird von Christensen noch vom Tor weggelenkt. Gibt natürlich folgerichtig Ecke. Ball kommt herein, Tobias nimmt den Volley 2 Meter vorbei. Nicht so gut. Lass unsere Leute auf der Bank auch schon mal aufwärmen. Plötzlich beginnt es aus Eimern zu regnen. Also Köln, Tropenwald, kennen wir. Platzregen ist da. Aber Wanyama fängt sich hier noch eine gelbe Karte, nachdem man einen Fehler von João Mario ausbügeln muss. Taktisches Foul. Schade. Und die Noten sind wirklich sehr gemischt. Und wir werden nach der Möglichkeit jetzt auch schon mal Wanyama auswechseln, würde ich sagen. Ja, Olaf hat den Ball. Wir holen mal Julian rein. Und ich würde sagen, wir bringen auch mal Sascha. Dass wir da mal so 2 Leute rausholen, die dann dementsprechend vielleicht sogar Schlüsselpositionen einnehmen. Vor allen Dingen Sascha im offensiven Mittelfeld. Ne, der kann ja natürlich sehr, sehr viel machen. Fabian heute nicht so gut reingekommen. Vielleicht Sascha. Vielleicht kommt er ja besser rein. Ne? Kann ja schon mit ein bisschen mehr Erfahrung dann auch glänzen, sage ich mal. Klares Foul von Julian an Batshuayi. Der sieht dafür die gelbe Karte. Oder sich direkt mal wieder durch ein taktisches Foul die gelbe Karte. Nicht so gut. Und jetzt muss auch noch Jerome raus. Das heißt, unser letzter Wechsel, der wird dann auf jeden Fall Pasak sein. Der geht dann auf die Rechtsverteidigerposition. Ja, nicht so geil, dass wir jetzt dann gezwungenermaßen das 3. Mal wechseln müssen. In der Verteidigung. Ich hatte eigentlich in der Offensive dann links, rechts, außen oder im Sturm halt noch jemanden angedacht. Aber gut, müssen wir jetzt so reagieren. Pasak wird das, denke ich, ganz gut machen. Ich habe ja Aaron zu Hause gelassen. Und es bleibt aber trotzdem spannend. Ja, es bleibt trotzdem spannend. Wir sagen mal, geht drauf. Ja, nicht, dass sich Julian hier jetzt die rote Karte holt, aber ich bin mal zuversichtlich, dass er es nicht macht. Momentan echt nicht so viel. Ich denke, beide Seiten, ich weiß nicht, wie sieht es bei Chelsea aus? Ein bisschen besser als bei uns, aber auch nicht so das Gelbe vom Ei, was da die Noten angeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend bis zum Schluss. Dadachov kommt jetzt nochmal rein. Den habe ich ja schon voll vergessen. Haben wir den an Chelsea verkauft? Nee, oder? Ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Weiter Ball von Heidi. Courtois spielt da gut mit. Kommt rechtzeitig raus, fängt den vor Tobias ab, der heute ein bisschen blass ist, ne?
Tobias hat wahrscheinlich dann seine liebe Mühe da vorne mit Courtois und der Defensive von Chelsea. Cristiano wieder am langen Pfosten von der linken Seite, flankt er den Ball rein. Heidi kommt zum Kopfball. Knapp vorbei, der Ball. Schade, schade. Schlechte Sicht hier. Kann kaum zum anderen Tor schauen. So hart ist das hier gerade am Regnen. Und vielleicht ja, ist das ja unser kleiner Vorteil hier. Wir sehen aber, dass Tobias sehr viel gelaufen ist in dieser Partie. Hat mit Tim zusammen die niedrigste Frische. 62, der geht schon fast in den roten Bereich rein. Nochmal letzte Aktion hier bei Chelsea. Verwirrung im Strafraum bei uns. Keiner steckt den Ball weg. Dadaschow schnappt sich die Kugel, zieht aus kurzer Distanz ab. Olaf ist zur Stelle. Sehr schön. Ich denke, das war's. Und damit sind wir dann auch weitergekommen. Das war ein echt geiles Spiel. Steht ja auf Spiel für Fußball-Gourmets. Also ich finde, es war verdammt spannend, das Spiel. Wir haben uns von Chelsea oft, ja, wir hatten halt ne, Pech auch. Mit dem Abpraller zweimal hintereinander. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr gutes Spiel von uns. Wir sind sehr gut zurückgekommen. Natürlich Glück mit dem Elfmeter gehabt, aber dann das Tor von Heidi war auch noch stark. Und alles in allem kann man, glaube ich, zufrieden sein. Batshuayi hat mal wieder gezeigt, dass er einer der besten Torschützen ist, die wir momentan hier bei uns in der Fußballwelt haben. Ja, trotzdem sind wir weitergekommen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft. Wir gehen in den Nachbericht und schauen uns das Ganze an, wie das denn aussieht. Ja, und wer unser nächster Gegner ist. Das ist ja auch ganz, ganz interessant. So, Nachbericht. Sehr, sehr geil. Wir haben heute gut gespielt. 5:3 gewonnen gegen Chelsea. Zum Glück haben wir so ein starkes Hinspiel gemacht. Um jetzt hier im Rückspiel natürlich mit einer Rotationsmannschaft, muss man ganz klar sagen. Ich gucke direkt mal nach. Jerome ist nur 3 Tage verletzt, das ist gut. Natürlich mit einer Rotationsmannschaft. Ja, viele drinne, die eigentlich nicht, also wenn ich jetzt nicht viel rotieren würde, die halt keinen Stammplatz haben würden. Aber, ja, sie haben es gut gemacht. Sie haben es sehr, sehr gut gemacht. 2:2 noch gespielt. Mehr brauchten wir eigentlich auch nicht. Trotzdem Chelsea gefährlich, auch wenn sie nicht so viele Chancen hatten. Sie hatten eine sehr, sehr gute Chancenverwertung in dieser Partie. Ganz anders als wir. Wir hätten eigentlich das Spiel wieder gewinnen können. Ja. Haben es aber nicht gemacht, weil wir wieder oft daneben geschossen haben, was halt nicht so geil ist. Gucken mal, wer denn da weitergekommen ist. Real Madrid, wollte gerade nochmal gucken, Spieler des Spiels, ist Marquinhos, der mit seiner, ja doch, mit seinem Handspiel eigentlich das Spiel für uns dann wieder klar gemacht hat. Dann ist weitergekommen Real Madrid gegen Leipzig, das heißt, da ist schon mal Leipzig raus, Paris ist raus, wir sind, Paris ist weiter, Juventus raus. Wir sind weitergekommen und AC Mailand ist weitergekommen, das heißt, wir haben jetzt Real Madrid, Paris Saint-Germain, den ersten FC Köln und den AC Mailand. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr cool. Eine spanische Mannschaft, eine französische Mannschaft, eine deutsche Mannschaft und eine italienische Mannschaft. Sehr, sehr cool. Fehlt da noch was aus England, also würde jetzt halt was aus England fehlen, aber wir haben gerade die letzte englische Mannschaft rausgehauen. Sehr, sehr cool. Und ich bin sehr, sehr gespannt, auf wen wir im Halbfinale denn treffen werden. Ja. Sehr, sehr cool. Gehen wir weiter. Gucken drauf. Ich habe das immer noch nicht gefixt. Bin ein Trottel. Und wir gucken mal, wer denn unser Halbfinalgegner ist. Ich fände ja den AC Mailand, fände ich ja super geil, wenn wir den bekommen würden. Natürlich auch alles jetzt sehr, sehr schwere Gegner. Übrigens Mitchell Weiser mittlerweile hier. Wahnsinn, was ich alles für Transfers verpasse. Am Anfang der Saison zu AC Mailand gewechselt. Genauso wie Dadaschow. Ja, wir schauen mal. Wer unser nächster Gegner ist, ich bin sehr, sehr gespannt. AC Mailand wäre natürlich so mein Traumgegner. Real Madrid nicht so ganz. Aber wir bekommen natürlich Real Madrid, weil ich es gerade gesagt habe. Ja, damit haben wir auf jeden Fall einen der Top-Favoriten. Also es könnte auch das Finale sein. Und dann wird das Finale ja mal richtig interessant. Ich meine, wenn wir ins Finale kommen gegen Real Madrid, wird es natürlich nochmal extrem schwer. Ich meine, die sind momentan Erster, haben die letzten 2 Spiele jetzt verloren in der Liga. Trotzdem nichtsdestotrotz Erster im Moment. In der Liga sind in Spanien noch immer noch, ne, furchtbar stark. Kommen auch fast auf die 900er Stärke, also da tut sich jetzt zu unserem Kader nicht so viel. Ja, deswegen Real Madrid schon nicht unverdient da, wo sie jetzt stehen. Aber dann wird das Finale, wenn wir ins Finale kommen, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal ein Traumfinale raushauen müsste, hätte ich dann doch ganz gerne AC Mailand im Finale.
die natürlich auch nicht unverdient da sind, wo sie jetzt gerade sind, ne? Und haben halt gute Chancen gegen Paris hier weiterzukommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ja, wir haben heute das Weiterkommen in der Champions League klargemacht. Lars erreicht neue Erfahrungsstufe. Sehr, sehr nice. Hat dann jetzt auch, kriegt nur noch einen Punkt abgezogen. Mega, mega cool. Er hat jetzt insgesamt eine 84. Und das zeigt einfach, dass wir ihn öfters einsetzen müssen. Und ich denke, er wird jetzt auch auf jeden Fall Stamm spielen bis zum Ende der Saison. Weil wir Paslak, wie gesagt, eh verkaufen. Oh, das wollte ich nicht. Was habe ich jetzt getan? Ich habe irgendwas, genau, ich habe Fabian mit Tobias getauscht. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann gegen Wolfsburg. Ja, unsere anstrengende Zeit gerade geht weiter. Ja, aber gegen Wolfsburg muss auf jeden Fall dann nochmal ordentlich reingeklotzt werden. Ich meine, sie sind Zweiter. Schon wieder ein Spiel für uns, wo wir nochmal mehr Puffer, ja, nochmal mehr Abstand gewinnen können, wenn wir das für uns entscheiden. Also ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel. Und danach geht's in Pokal gegen Bayern. Ja, und danach gegen Leverkusen und danach gegen Real Madrid wieder. Also wir bleiben hier wirklich bei sehr, sehr anstrengenden Wochen. Ja, die wir uns natürlich selber anstrengend machen, weil wir überall noch vertreten sind. Aber nichtsdestotrotz, wir sind sehr, sehr erfolgreich diese Saison. Ich habe richtig Bock. Und ja, wir sehen uns morgen, Leute. Ich hoffe, ihr schmelzt nicht dahin, weil morgen soll ja, glaube ich, der heißeste Tag des Jahres werden, am Dienstag. Haltet die Ohren steif und cremt euch ein, Leute. Sonnenschutz ist wichtig, ja. Haut rein. Bis dahin. Ciao.